Ja, hi Leute. Heute geht's mit dem zweiten Rosenkäfer weiter. Und zwar haben wir heute keinen Oedicella cyprolaris, sondern einen Oedicella oedicella. Quasi einen echten Oedicella. Zu erkennen daran, dass eben nicht noch an der Stirn kleine Hörnchen vorhanden sind und die Protibiae bedornt sind. Nicht glatt von innen. Nur hier an den Vordertibien. Seht ihr Dornen? Ja, und das ist ein Oedicella colmoni. Wird französisch ausgesprochen, dieser Name, und nicht deutsch colmanti. Muss man immer darauf achten, nach wem die Art denn eigentlich benannt ist, damit man sie mehr oder weniger richtig ausspricht. Aber wahrscheinlich wird man auch anders verstanden, wenn man es nicht in der korrekten Weise ausspricht. Naja, ist ja auch halb so wild, solange man es richtig schreibt und jeder weiß, was man meint. Ja, die Art hat für Oedicella ein sehr besonderes Horn. Normalerweise sind die Hörner von Oedicella weiter aufgegabelt und rundlich, also die Gabel Spitzen sind, die Zinken sind rund. Hier sind sie abgeflacht und verbreitert und gehen gerade nach vorne. Ja, und das macht diese Art recht einfach von anderen Oedicella zu unterscheiden. Zudem die gelben Elytren mit jeweils diesen schwarzen Punkten in den Ecken. Ja, und diese Art ist aus Kamerun, aber noch gar nicht so lange in Zucht, wie ich das mitbekommen habe. Ist, glaube ich, erst seit einem Jahr oder zwei, dass ich von dieser Art im Käferforum gelesen habe. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich diese Art auch hält, weil, wie ich finde, ist das eine der schönsten Oedicella-Arten. Ich selber züchte sie ja nicht. Ich bin nicht so der Rosenkäfer-Mensch. Schön finde ich sie, klar. Aber wie ihr wisst, wahrscheinlich bin ich eher der Lucanidae-Mensch-Fan, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, und wird, denke ich, wieder eine recht problemlose und schnelle Präparation. Und ja, fangen wir einfach mal an, ne? Ja, das war's eigentlich schon. Wenig Nadeln und ja, nur ein paar Minütchen gebraucht. Das ist immer das Schöne bei Rosenkäfern. Sie sind auf jeden Fall immer ein Hingucker und sind meistens ziemlich easy zu präparieren. Bei Hirschkäfern hat man da immer ein paar mehr Probleme mit der Symmetrie. Hier ist es meistens recht einfach, wenn die Beine nicht allzu lang sind, sag ich mal so. Da habe ich auch bald noch ein paar Arten, bei denen das vielleicht etwas ja, anspruchsvoller wird. Ja, dann
sehen wir uns beim Abnadeln wieder. Ja, der Käfer hatte jetzt ein paar Tage zum Trocknen. Wie ihr seht, habe ich schon abgenadelt, waren ja auch nur ein paar Nadeln, die steckten. Und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Habe ich wieder ein weiteres kleines funkelndes Juwel in meiner Sammlung. Und ja, dann geht es demnächst noch mit ein paar weiteren, auch selteneren Rosenkäferarten weiter. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt auf das, was kommt. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit einschaltet. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, abonniert und bis zum nächsten Mal. Ciao.